Nachwuchstalente vor. Alles natürlich Startups, die sich ganz konkret mit dem Thema Produktion in der Stadt beschäftigt haben und sich darauf fokussiert haben. Erstmal kann man euch allen ja gratulieren. Ihr seid ja alle Finalisten ausgewählt worden aus 15, die ohnehin schon aus einer sehr großen Gruppe ausgewählt worden sind. Deshalb erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem tollen Erfolg und toll, dass ihr das Ganze hier auch für uns heute nochmal präsentiert. So, wenn das eine reale Veranstaltung wäre, dann gäbe es jetzt tosenden Applaus, den müsst ihr euch jetzt vorstellen, aber der rote Teppich ist virtuell für euch ausgerollt. Ihr werdet gleich 3 Minuten Zeit haben, eure Startups, eure Ideen nochmal zu präsentieren, damit unsere Jury da nochmal genauer drüber gucken kann, Punkte vergeben kann und wir ersten bis dritten Platz dann hier nochmal küren werden. Ziel ist es natürlich, den Kerngedanken der Innovation möglichst überzeugend, möglichst prägnant und kurzweilig hier rüberzubringen. Ich weiß, dass ihr das alle hervorragend könnt, denn ihr habt schon reihenweise präsentiert und Pitches gehabt. Wir sind natürlich trotzdem neugierig, das jetzt in der Performance zu sehen. Ihr habt immer 3 Minuten Zeit und 2 Minuten Zeit hat die Jury. Die Jury hat eine viel größere Herausforderung. Die hat nämlich nur 2 Minuten Zeit, euch zu loben. Und unsere Zuschauer haben Zeit, Fragen in den Chat zu schreiben. Ich stelle die Jury jetzt mal vor. Das ist Caroline Erdmann von Berlin Partner, Christoph Rettke von Tempora Nova und Artisom Zavarankau von der IBB. Die sind jetzt nicht eingeblendet, aber ihr habt die Namen auf jeden Fall mal gehört. Und sie werden es natürlich trotzdem schaffen, euch im Auge zu behalten und zu schauen, was ihr jetzt hier präsentiert. Und wir starten mit unserem ersten Startup. Das ist Formation oder Formation, eine All-in-One-App für Mitarbeiter in großen Arbeitsumgebungen. Also eine interaktive Karte als App, wo sich Teams koordinieren können und Infos austauschen können. Also, Philipp startet. Hörst? Sollten wir schon irgendwas hören oder? Oh, Philipp hört mich gar nicht. Theoretisch bin ich der Erste, der dran ist, aber ich warte auf irgendeine Art Signal. Okay, aber hast du mich gehört? Das, was ich bisher gesagt habe? Ja. Ist der Ton da? Wunderbar. Philipp, einmal nicken, wenn du mich hörst. Ich sehe jetzt hier on air live. Okay, ich glaube, Philipp hört mich nicht. Das heißt, er hat gar nicht die großartigen Dinge gehört, die ich jetzt über euch erzählt habe. Habt ihr anderen mich hören können? Niemand hört mich. Okay, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir über Chat ein Zeichen an unser erstes Startup geben, dass jetzt Philipp weiß, dass er sozusagen unser... Ja, super. Philipp, hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich was, ja. Ja, das ist ein bisschen die Herausforderung bei den virtuellen Formaten. Könnt ihr alle mal nicken, ob ihr mich hört oder den Daumen hoch machen? Wunderbar. Ja. Wisst ihr, dann sage ich ein paar Dinge einfach nochmal. Ich habe den Zuschauern gerade erklärt, dass ihr unsere absoluten Nachwuchstalente seid und ganz großartige Projekte und Gründungen eingereicht habt. Ihr habt euch auf das Thema Produktion konzentriert und ihr seid alle schon Sieger und Finalisten und deshalb wollten wir euch ganz herzlich einmal dazu gratulieren, denn ihr seid aus einer Runde von 15 ausgesucht worden aus einem viel größeren Pool an Startups, die sich beworben haben. Deshalb alle eigentlich hier schon Sieger und Finalisten und wir küren jetzt Nummer 1, 2 und 3 und unsere Jury hat jetzt die Herausforderung zu gucken, wie ihr präsentiert. Ihr habt 3 Minuten Zeit. Unsere Jury hat 2 Minuten Zeit, dazu dann was zu sagen. Unsere Zuschauer haben die Zeit, über den Chat mitzumachen. Philipp, wir wollten mit dir starten. Ich hatte schon ein bisschen was zu Formation gesagt. Die All-in-One-App, bitte erklär uns, was dahinter steckt. Gerne. Dann teile ich mal meinen Bildschirm. Ups. So, seht ihr das? Ja. Wunderbar. Dann lege ich einfach los. Oder leg los. Noch einen? Okay, wunderbar. Also, hallo, ich bin Philipp von Formation und wir unterstützen Arbeiter durch interaktive Karten. Industriearbeiter, Bauarbeiter oder Logistikmitarbeiter. Generell all die, die nicht an einem festen Schreibtisch arbeiten. Während unseres Market Researchs haben wir herausgefunden, dass diese Arbeiter bis zu 2/3 ihrer Arbeitszeit verschwenden. Das heißt, am Arbeitstag
Bis zu 5 Stunden werden durch nicht wertschöpfende Arbeit verbracht. Das sind häufig Dinge wie das Suchen von Kollegen oder Arbeitsmaterialien. Kurzes Beispiel: Wir sind von Lufthansa Technik nach Malta eingeladen worden. Und wenn Sie so ein Flugzeug nach der Wartung aus dem Hangar schieben wollen, dann brauchen Sie ein Werkzeug, das nennt sich TAC. Das ist das hier. LAT hat uns jetzt erzählt, dass die Arbeiter häufig nach diesem Werkzeug suchen. Und das ist nicht nur nervig für die Mitarbeiter, sondern auch äußerst kostspielig für das Unternehmen. Denn jede Minute, die das Flugzeug zu spät in der Luft ist, kostet hier häufig Tausende von Euro. Ein kurzes weiteres Beispiel sind Messen. Wir haben mit diversen Messeorganisatoren wie Frankfurter Messe oder Stuttgart gesprochen. Und die Mitarbeiter, die hier für den Umbau der Hallen zuständig sind, bekommen täglich häufig bis zu 100 Anrufe. Und die Fragen sind in der Regel: Wo bist du, wo ist der Kollege oder wo sind die Arbeitsmittel, wie ein Gabelstapler? Dieses permanente Suchen und die damit verbundenen unnötigen Laufwege sind genau das, wo diese 2/3 der Arbeitszeitverschwendung herkommen. Und der Grund für Formation. Formation ist ein All-in-One-Produktivitätswerkzeug für Arbeiter in diesen großen Arbeitsumgebungen. Und hierzu zählt natürlich auch eine urbane Produktionsumgebung wie die Siemensstadt 2.0. Wie funktioniert es? Wenn ein Arbeiter ein Arbeitsmittel wie den TAC sucht, gibt er einfach den Namen ein. Auf der interaktiven Karte sieht er sofort, wo dieses Objekt sich genau befindet. Zum Messebeispiel: Auf der Karte können Sie auch Ihre Kollegen einfach und schnell finden, sowie Meetingpunkte und Zeiten festlegen. Aber mit Formation können Sie auch noch viel mehr machen. Sie können den Status Ihrer IoT-Geräte einsehen, Aufgaben managen oder Gefahrenstellen auf einer Karte markieren, um den Arbeitsplatz noch sicherer zu machen. Zusammengefasst können Sie mit Formation alles rund um Leute, Orte und Gegenstände auf der interaktiven Karte verorten und managen. Deshalb nennen wir Formation auch The Workplace in Your Pocket. Aktuell arbeiten wir an bezahlten Piloten mit Hella, Bosch und der Deutschen Bahn. Wenn Ihr Unternehmen also gerade zufällig ein großes urbanes Produktionsumfeld in Berlin baut oder bereits irgendwo eines hat, dann sollten wir uns unterhalten. Danke. Dankeschön, Philipp. Und sehr pünktlich, aber wahrscheinlich seid ihr auch schon so geeicht darauf, wie lange ihr sein dürft. Herzlichen Dank und wir gucken jetzt mal, ob die Jury jetzt so weit zugeschaltet ist, dass sie auch etwas dazu sagen kann. Ist die Jury da und hat das gesehen? Selbstverständlich. Ja. Und ich würde gerne wissen, wie das auf der anderen Seite funktioniert. Also wie taggt ihr die Arbeitsmaterialien und die Leute? Macht ihr das mit NFC? Macht ihr das mit, keine Ahnung, Beacons? Wie geht das? Ja. Wir nutzen ganz unterschiedliche Technologien. Also Formation sitzt als Plattform auf diversen Komponenten. Das kann das Erdmagnetfeld sein zur hardwarefreien Indoor-Positionierung, aber auch Beacons oder Ultra-Wideband. Und je nach Anwendungsfall setzen wir dann entsprechend die beste Technologie ein, die einfach den jeweiligen Use-Case idealerweise abbildet. Aber das muss der Kunde selber machen. Also dieses ganze Tagging und der Einkauf von Hardware und so. Also die Einrichtung übernehmen wir. Natürlich kann ich dann aber Punkte etc. weiter hinzufügen zu der Karte, wenn ich das System dann im Einsatz habe. Ich habe auch eine Frage und zwar, du hast gerade schon mal angesprochen, dass ihr nicht nur Geräte taggen könnt, sondern auch Personen. Habt ihr euch da mal Gedanken auch um den Datenschutz gemacht, weil es da ja um personenbezogene Daten geht? Richtig, großes Thema bei uns, ist natürlich ein Riesending. Wir haben zum einen viele Features, die unter Privacy by Design laufen, eingebaut, die einfach von vornherein sicherstellen, dass der Mitarbeiter die volle Kontrolle darüber hat, welche Informationen hier wann teilt oder auch nicht. Und auf der anderen Seite gehen wir auch immer, wenn wir mit großen Organisationen sprechen, möglichst zeitnah auf entsprechende Gewerkschaften oder Ähnliches zu, um das entsprechend abgesegnet zu bekommen, weil unser Anspruch schon der ist, wirklich dem Mitarbeiter zu helfen. Und wir stellen hier kein Tool zur Verfügung, das irgendwie zur Mitarbeiterüberwachung dient oder irgendwie feststellen könnte, dass der Mitarbeiter 5 Minuten zu lange Raucherpause gemacht hat oder Ähnliches. Also das ist explizit nicht machbar mit unserem Tool. So, Jury hat ihre Fragen gestellt. Ich bin jetzt noch neugierig, vielleicht kann die Jury noch mal was dazu sagen. Wie vergibt ihr die Punkte? Ihr habt, glaube ich, 1 bis 5 oder wie verteilt ihr sowas? Jetzt nicht konkret jetzt bei Philipp, sondern ganz allgemein jetzt. Nichts verraten. Christoph, möchtest du dazu was sagen?
Ich weiß ja nicht, wie du es machst, Caro, ja, aber bei mir geht es nicht um den schönen Schein, sondern um die Sinnhaftigkeit. Das heißt ja, man soll irgendwie den Pitch bewerten, aber ein Pitch ist ja nicht halt eben, wie man irgendetwas formuliert, sondern wie sinnvoll das ist, woran man arbeitet. Und das heißt, alles, wo es halt einen klaren Zugang zu einem Problem gibt, auch einen klaren Zugang zu Geld, das steht bei mir ganz oben. Und Sachen, die halt irgendwie noch in der Traumphase sind und die irgendwie nice to have wären, das steht bei mir ganz oben. Sehr schön. Dankeschön. Caro, auch noch was dazu? Ja, jeder hat ja so sein eigenes Modell. Ich finde es schön, wie du sagst, ja, und wo es einen zum Schotter bringt. Genau. Ja, also bei mir steht ganz klar natürlich auch im Vordergrund, ist da überhaupt Bedarf am Markt, am Kunden für? Und dann, wie sieht die Skalierbarkeit des Ganzen aus? Welche Technologie steckt dahinter und welche weiteren Felder können da noch erschlossen werden? Am Anfang geht es ja meistens um ein sehr kleineres Problem, was für mich ist auch wichtig, okay, welche langfristige Vision hat noch dieses Startup dabei? Okay, so dann kommen wir zu unserem nächsten Startup und schauen, wie es bei Cabin Experience aussieht. Charles wird präsentieren und da geht es, das richtet sich an Naturliebhaber und die Menschen, die ein Tiny House als Ferienhaus bekommen möchten, erwerben möchten und da geht es auch um Vermietung. Ich finde Tiny House total spannend und bin jetzt selber sehr neugierig darauf. Leg los. Du bist noch gemutet. Ah, man hört ihn noch nicht, aber dann machen wir es, glaube ich, bei der nächsten Runde so, dass ich darauf warte, bis das Startup gekennzeichnet wird, dass es bereit ist, oder? So, er hört uns, aber wir dich nicht, oder wie rum ist es? Charles, kannst du mal ein Zeichen geben? Ja. Du musst dein Mikro anmachen, sagt die Technik. Ja. Dann ziehen wir jetzt mal ein anderes Startup vor und klären mit Charles, wie das technisch funktioniert. Wir sind da sowas von flexibel und machen weiter mit C-Trace, die Vermittlung aufschlussreicher Informationen über die Wertschöpfungskette von Produkten. Der derzeitige Ansatz für die Rückverfolgbarkeit, man hört ja immer wieder einiges davon, der ist nicht immer so erfolgreich und so schlüssig und wir sind jetzt neugierig darauf, wie es bei euch ist. Legt los. Hi, ihr könnt uns hören? Ja, euch können wir hören. Ja, wunderbar, dann teilen wir doch auch mit unserem Screen. So, ihr seht, was euch erwartet. So, Katharina und Elisa, wir sehen, was uns erwartet und sind sehr gespannt. Sehr gut. Perfekt, dann legen wir einfach los. Wir kennen das alle. Auf dem Weg zum Supermarkt sind wir motiviert und wollen nachhaltig und fair einkaufen. Dann sieht die Realität leider meistens eher so aus. Und das ist auch kein Wunder. Seit den 90er Jahren ist die Anzahl allein von Zertifizierungen von 50 auf über 360 gestiegen. Und dahinter stehen unterschiedliche Herausforderungen auf Unternehmens- und auf Konsumentenseite. So sieht es bei den Unternehmen in der Regel so aus, dass sie weder Zeit, Geld noch Expertise haben, um transparente Produktkommunikation zu erstellen. Auf der anderen Seite steigt Druck aus Politik und Gesellschaft, vor allem in puncto Nachhaltigkeit und Nachverfolgbarkeit. Auf der anderen Seite stehen Sie und ich, also die Konsumenten, die einerseits den Labeln und Informationen nicht mehr wirklich vertrauen und andererseits gewillt werden, zu einer anderen Marke zu wechseln, die mehr Transparenz beweist. Genau aus diesem Hintergrund ist C-Trace entstanden. Erst haben wir mit 4 nachhaltigen Farmen in Afrika zusammengearbeitet, dann aber schnell gemerkt, dass es eigentlich eine skalierbare, branchenübergreifende und eben digitale Lösung braucht. An dieser Transparenzplattform arbeiten wir gerade mit 7 Pilotkunden, unter anderem einem lokalen Pastaproduzenten aus dem Schwarzwald. Und wie kann man sich jetzt diese C-Trace-Plattform eigentlich aktuell vorstellen? C-Trace hat quasi 2 Ansichten. Einerseits die Plattform für unseren Kunden und die Kommunikation, die der Konsument am Ende sieht, auf der rechten Seite. Auf der Kundenplattform loggt sich der Admin quasi ein, stellt in unserem digitalen Onboarding alle nötigen Informationen zu seinem ausgewählten Produkt bereit, wählt Features, das könnte zum Beispiel eine dynamische Supply Chain Map sein oder eine Social Media Share Funktion, veröffentlicht diese Kommunikation und erhält auch unmittelbar Einblicke in Datenanalysen. Auf der anderen Seite der Konsument, das kann zum Beispiel einen QR-Code auf dem Produkt oder klickt auf einen Button, sieht diese dynamische Produktseite, er kann Feedback bereitstellen, CO2 ausgleichen und vieles andere auch. Wieso wir jetzt genau diesen Ansatz gewählt haben, durch die enge Zusammenarbeit mit jetzt auch Mittelständlern und unseren Pilotkunden
Und auch durch Marktanalysen haben wir gemerkt, dass es eigentlich mehrere Herausforderungen gleichzeitig gibt, die aber eine einheitliche Lösung brauchen. Deswegen, durch die Plattform ermöglichen wir ein effizientes internes Monitoring. Das heißt, Supply Chain Informationen können verwaltet werden. Aber aus ausgewählten Daten können gleichzeitig auch diese Produktseiten erstellt werden. Und es entsteht eigentlich direkt das erste Mal so eine direkte Kommunikation zwischen Anbieter und Konsument. Aus den Daten, aber auch aus dem Kundenfeedback, können Unternehmen dann auch fortlaufend Neues über ihre Kunden lernen. Weil als Marke Transparenz immer und immer wichtiger wird, ist C-Trace auch in alle Kanäle integrierbar. Neue Vertriebskanäle entstehen einerseits natürlich indirekt, aber auch direkt, da es auf Zeit eine gesammelte Products-Plattform gibt, auf der Kunden quasi alle Produkte zusammen durchstöbern können. Unsere Vision besteht also aus drei Ebenen. Einmal das, was Sie schon gesehen haben. Darauf aufbauend in einem zweiten Schritt wollen wir Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette fördern und zum Beispiel ermöglichen, dass entsprechende Verantwortliche Daten dazuladen oder auch bestätigen. Langfristig wollen wir aus den gewonnenen Informationen eine Sustainable Procurement Plattform bilden, die im B2C, aber insbesondere im B2B-Bereich dafür sorgt, dass nachhaltig und wirkungsorientiert beschafft werden kann. So, wer steht denn eigentlich hinter C-Trace? Wir sind die vier Gründer. Anna und ich sind... So, ich muss euch unterbrechen, denn sobald ich wieder zu sehen bin, sind eure 3 Minuten um und wir sind unglaublich streng. Ich persönlich hätte ja Erbarmen mit euch. Und wir freuen uns auf den Kontakt. Die Jury darf noch ganz knackig was dazu sagen, weil wir schon ein bisschen drüber sind und vielleicht ein Satz dazu. Eine Frage, welche Art von Traction habt ihr schon? Ist das ein Konzept oder habt ihr schon richtig Umsätze und arbeitet mit Kunden? Wir haben es gerade leider nicht gehört. Kannst du es noch ganz kurz wiederholen? Ja, welche Traction habt ihr? Ist das Ganze noch ein Konzept oder habt ihr schon Umsätze? Wie groß ist euer Partnernetzwerk? Genau. Ja. Also wir arbeiten gerade mit 2 Mittelständlern. Vor allem, wir haben 4 Kunden schon im Food-Bereich, jetzt 2 im Fashion-Bereich. Der Prototyp läuft auch schon, ist auch schon auf dem Markt seit Februar diesen Jahres. Mit Kundenfeedback, Datenanalysen und so weiter. Und jetzt im Anfang Oktober launchen wir mehr auf die große Menge, also so, dass wir mit Marketing und allem auch an die Öffentlichkeit treten. Genau, wir sind zum Beispiel jetzt ab Oktober für 6 Monate in der Markthalle 9 in Kreuzberg auch vertreten und werden da verschiedene Produkte präsentieren mit QR-Code, mit den Daten entlang der Wertschöpfungskette. So, solange ich mich noch nicht wieder sehe, dürft ihr doch, dann ist auch die Zeit für die Jury vorbei. Wir machen weiter, also herzlichen Dank, Carina und Elisa, und Anna. Wir machen weiter mit HearMe. Das ist eine umfassende Lösung, wenn es um die persönliche Sicherheit geht. Also HearMe, da steckt natürlich schon ganz viel drin. Also hört mich, helft mir. Es geht um ein smartes und auch ganz schickes Armband zum gewaltfreien Selbstschutz. Also es geht weiter. Wer ist der Nächste? Das bin ich. Hallo, ich bin Susanna von HearMe. Ich werde mal meinen Bildschirm teilen. Und fangen auch schon an. Ich bin Susanna von HearMe und ich möchte mit euch über persönliche Sicherheit sprechen. Ein Thema, das man gerne beiseite schiebt, bis es einen selbst betrifft oder jemanden, der einem nahesteht. Und bis man die Fakten kennt. Jede zweite Frau in Deutschland ist Opfer von sexualisierter Gewalt. Gewalt im öffentlichen und privaten Raum ist ein Riesenproblem. Kampagnen wie Black Lives Matter und Me Too zeigen, dass die Menschen genug davon haben und laut werden wollen. Mit HearMe werden wir laut und schaffen Lösungen, die Gewalt effektiv vorbeugen. Unsere Vision ist es, durch Aufklärung und innovative Technologie das Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken und sie zu empowern, sich selbst und andere aktiv zu schützen. Mit HearMe entwickeln wir eine motivierende, umfassende und effektive Lösung für persönliche Sicherheit. Und so funktioniert es. Polizei und Experten für Selbstverteidigung empfehlen einen persönlichen, lauten Alarm als den effektivsten Weg, Angreifer abzuschrecken und die Aufmerksamkeit Dritter auf sich zu ziehen, um Hilfe zu organisieren. Eigentlich genau wie bei einer Autoalarmanlage. Für unser erstes Produkt integrieren wir einen powervollen Alarm in ein stylisch designtes Schmuckarmband und verbinden es via Bluetooth mit unserer Schutz- und Community-App. Unsere Lösung bietet eine Menge Vorteile für unsere Nutzer und Nutzerinnen. Einfache und schnelle Aktivierung mit nur einem Finger eines sehr lauten oder stillen Alarms. Im Fall einer Auslösung werden die GPS-Daten an vorab ausgewählte Notfallkontakte geschickt und an andere App-Nutzer und Nutzerinnen im Umkreis. Das Tracking funktioniert nur im Fall einer Aktivierung. Und durch das Design ist das Armband sehr leicht in den Alltag zu integrieren und bleibt ein effektives Selbstverteidigungstool, auch im Fall, dass das Handy mal nicht funktioniert. Mit unseren ersten Produkten
schaffen wir ein Bewusstsein für unsere Marke und bauen unsere Community-Basis auf. Durch die Ergänzung neuer Features mit Mehrwert zu unserer App sind wir in der Lage, ein Abo-Modell aus 3 Säulen anzubieten. Und das ist unser Team. Unser Vorteil ist die Kombination aus verschiedenen beruflichen Hintergründen und Netzwerken. Wir decken die gesamte Produktentwicklung ab und vereinen strategische, kommunikative und technische Fähigkeiten in agiler Teamarbeit. Wir sind alles Frauen, Töchter, Freundinnen, manche auch Ehefrauen und Mamas. Und wir kennen und fühlen die Probleme unserer zukünftigen Kunden und Kundinnen aus verschiedensten Perspektiven heraus. Hier nutzen wir unsere Erfahrung, positive Emotionen in spannende Geschichten zu übersetzen. Unser Ziel für heute ist es, uns mit euch darüber auszutauschen, wie wir HearMe an bestehende Smart City-Konzepte anbinden können, um zusammen das Sicherheits- und Gemeinschaftsgefühl der Menschen in unseren Städten zu stärken. Wir suchen Ansprechpartner und Entscheider aus Politik und Wirtschaft, die offen für gemeinsame Pilotprojekte sind, damit wir zusammen etwas bewegen und ein Zeichen gegen Gewalt setzen. Vielen Dank. Dankeschön. Susanna Gomez, herzlichen Dank. Und 2 Minuten bekommt die Jury, dir noch Fragen dazu zu stellen. Ich finde, ein sehr, sehr cooles Projekt. Caro. Ja, ich habe eine Frage und zwar, wie sieht es bei der Produktentwicklung aus? Seid ihr da schon fertig? Ist es schon MVP? Wird es schon getestet? Ja. Ich kann euch mal unseren aktuellen Prototypen zeigen. Ja. Also wir sind kurz vor dem letzten Step, dass wir alles verifizieren, dass es halt verbunden wird mit der App und dass auch die Auslösemechanismen funktionieren. 2 Wege, einmal für laut, einmal für still. Und bis Ende September werden wir das erste Modell in Metall, also nicht wirklich in Schmuck. Also wir sind tatsächlich sehr early stage im Prototypenphase. Ja. Ich höre dich leider nicht, Stefan. So, ihn haben wir nicht gehört, aber wir machen auch direkt weiter mit unserem nächsten Startup. Okay. Und das erste Formation, was wir nicht gehört haben, das werde ich ganz beschluss nochmal versuchen. Jetzt ist erstmal Thing dran, beziehungsweise Daniel. In der eigenen Wohnung alt werden, das ist sein Thema. Bei Thing werden Roboter eingesetzt, die älteren Menschen helfen, zu Hause sicher zu leben, aber eben auch soziale Kontakte weiter zu pflegen. Bitte schön. Ja, Moment, ich verteile meinen Desktop. Also hoffentlich könnt ihr was sehen schon. Ja. Sehen Sie was, liebe Präsentatoren? Ja, ich sehe es. Okay. Ja, also ich vertrete dann, ich bin Fernando und ja, ich fange an. Soll ich anfangen? Oder? Auf jeden Fall, es geht alles von deiner Zeit ab. Also ich bin Fernando von Think und wir unterstützen eure Angehörige, sodass sie sicherer und länger in die eigene Wohnung altern können. Wir haben nach mehreren Interviews festgestellt, dass die meisten der älteren Menschen wollen in ihre eigene Wohnung altern und es gibt mehrere Probleme, die das vermeiden. Und zwar die Sicherheit, die Einsamkeit, insbesondere weil sie auch die gleichaltrigen Freunde verlieren. Und die Kosten auch, also weil die Pflegemitarbeiter sind teuer oder man muss auch die Zeit dafür verwenden. Deswegen entwickeln wir Roboter, die unterstützen bei der Sicherheit, Kommunikation und die Erreichbarkeit deren Versorgungsnetzwerke. Wir sind ein Team, die über 4 Jahre zusammengearbeitet haben und sammeln Erfahrungen in AI, Robotik, Softwareentwicklung und auch Business Management, insbesondere für die Erfahrungen in Accenture, Bosch und mehrere SaaS-Startups in der EU. Unser Produkt spezifisch ist ein Telepräsenz Plus Roboter, nennen wir. Also ein Telepräsenz Roboter, in dem wir einen Computer und mehrere Sensorik aufbauen und wir machen die autonom in die Wohnung. Das erlaubt uns, die Unterstützung der Pflege ohne zusätzliche Mitarbeiter, die Ruhe für die Familie und die Angehörige, weil wir rund um die Uhr da sind und die Verbindung mit der Gemeinschaft, sodass sie auch sich involvieren können. Spezifisch zu unserem Produkt, die Funktionen sind Sicherheit erstmal, also die Stördetektion allgemein, man kann den Roboter zur Hilfe rufen und in die Zukunft wollen wir auch eventbasiert Überwachung für gefährliche Situationen einbringen. Die zweite Funktion ist die Support, dass man anrufen kann, also Freunde, Familie oder Pfleger. Und die Erinnerungen von Medikamenten und Gesundheitstipps wie Wasser trinken zum Beispiel. Und die Community-Funktion geht um die Lokalverbindung mit der Gemeinschaft, also durch Events wie Messe in die Kirche, Schnupperkurse
und wir haben auch Partnerschafts, um diese Funktionen weiter zu erweitern. Das Produkt ist ein Abo-Modell, also es kostet 199 pro Monat, aber wir wollen auch eine gestaffelte Preisstrategie reinbringen, soweit wir neue Funktionen einbringen. Denn Problem, ich glaube, es ist alles bekannt, dass der Markt ist fragmentiert, aber die älteren Menschen, also die Anzahl von älteren Menschen wird immer wachsen und das bringt uns eine gute Gelegenheit, unser Produkt reinzubringen. Dankeschön. Da muss ich dich unterbrechen und wir müssen jetzt auch richtig tough da vorangehen, weil wir ein bisschen im Delay sind und machen jetzt mit Cabin Experience sofort weiter, weil das ist derjenige, der uns noch fehlte. Also, los geht's. Entmuten in der App. Nein, ja. Das heißt, wir haben es nicht geschafft, ihn on air zu kriegen bisher. Charles, entmuten. Ich denke, dass wir jetzt die Jury integrieren, weil wir es nicht mehr schaffen, das eine Startup dazu zu holen. Eventuell habt ihr es vorher, unsere Zuschauer haben es jetzt natürlich nicht sehen können, da geht es um die Tiny Houses als Ferienhaus und Vermietungskonzepte. Es wäre natürlich spannend gewesen, es zu sehen. Aber vielleicht kann die Jury jetzt schon mal abschließend ihre Punkte abgeben, die sie bisher vergeben hat. Und wir machen jetzt schon mal die Auswertung und vielleicht kann die Jury sich auch schon mal wieder zu mir gesellen und abschließend etwas dazu sagen. Alle Punkte eingereicht, die ihr bisher vergeben habt? Ich brauche noch eine Minute, muss ich nur abschicken. Sekunde. Gab Inspiration mit dem Schotter eben, ne? Da muss man sich nochmal neu sortieren. So, was ist euer Eindruck? Vielleicht kann der Rest der Jury schon mal was dazu sagen. Wie habt ihr das wahrgenommen und was war euch jetzt besonders wichtig? Wir überbrücken sozusagen, bis wir unsere Punktevergabe haben. Vielleicht nickten die anderen mal mit dem Kopf, ob alle Punkte abgegeben worden sind. Auf unserem Notebook ist noch nicht alles angekommen. Aber an dieser Stelle sei einfach nochmal gesagt, es waren jetzt 5 Startups. Wir haben jetzt leider nur 4 präsentiert bekommen, aber alle 5 sind sozusagen in einer Vorrunde schon ausgewählt worden und haben uns im Vorhinein natürlich schon unglaublich überzeugt. Wenn wir jetzt natürlich die ersten 3 küren, ist das nochmal ja, vielleicht ein besonderes Statement dann von der Jury und auch wer den ersten Platz hier macht, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr mit ganz viel Motivation dann hier heute auch weiter rausgeht. Ich weiß, dass ihr vielen Startups, also viele Präsentationen macht und mit vielen Pitches unterwegs seid und weiter eure Ideen natürlich nach vorne treibt. So, jetzt ist die Frage. Normalerweise digital virtuell ist so eine verbunkte Vergabe ja ziemlich schnell rübergeschoben und vielleicht gibt die Regie mir ein Zeichen, ob wir schon einen ersten, zweiten oder dritten Platz vergeben haben. Denn um 13 Uhr geht es hier weiter mit unserer nächsten Keynote. Und bei den virtuellen Konferenzen sind wir in den Zeiten immer sehr, sehr streng, weil viele Zuschauer schalten sich natürlich extra für ein Panel hoch oder haben sich beziehungsweise ganz konkret für ein bestimmtes Panel angemeldet. So, kann die Jury noch? Ah, die Sieger kommen. Alles andere als digital zu mir geflattert. Aber was ein echter Hybrid ist, da ist natürlich auch ganz viel Realität dabei. Wir fangen mit dem 3. Platz an und herzlichen Glückwunsch geht an Hearme. Ganz große Klasse. Der 2. Platz geht an Seed Trace. Herzlichen Glückwunsch an euch. Und der 1. Platz an unsere Nummer 1 heute, an Formation. Herzlichen Dank an euch alle. Es ist unglaublich schade, dass wir ein Startup nicht gehört haben, aber so ist es manchmal mit der Technik. Und ich gratuliere auf jeden Fall allen und ganz besonders heute unserem 1. Platz. Danke an euch.